Freunde des guten Geschmacks, ich grüße euch. Was machst du denn? Fluffy Creme? Ja. Ihr habt's gehört, meine Fluffy Creme wird heute gemacht. Geilste Scheiß von Welt. So, worum geht's? Mixed and Pudding von Shoreditch aus UK. Also Freunde, wir hatten bisher das Anger and Fear und jetzt machen wir Love and Joy. Und dann lese ich euch mal Love vor. Ja, scheint doch ein bisschen laut zu sein, ne? Das nervt doch, wenn es die ganze Zeit an ist. Wir sehen uns gleich. Ich dampf mal eine Runde. Ciao. So, Freunde, da bin ich schon wieder. Die Maschine ist aus. Meine Fluffy Creme kommt ins Glas. Und wir machen weiter. Wir sind bei dem Liquid Love. Das ja, unwahrscheinlich attraktive und schöne Logo mit den Banderolen, die so glitzerig sind hier in Rot, Schwarz, Silber, wirklich toll gemacht. Alle Angaben drauf, kleiner Beipackzettel. Auf der Verpackung selber sind alle Angaben. Und jetzt kommt's zum Marketing. Das haben wir ja schon schon beim letzten Mal gemerkt. Das Marketing bei Shoreditch sind ihr Geld wert. Also, was steht hier? Ich kann es kaum lesen, weil das gelb auf rot ist. Wartet mal, ich muss mir die Brille säubern. Sonst wird das nichts. Ja, was liegt sonst so an? Der Zeus ist immer noch nicht da. Der Pharao ist weg. Hat wirklich lecker geschmeckt, kann man nicht anders sagen. Aber derjenige wird sich freuen und seinen Spaß damit haben. So, gucken wir doch mal, ob ich das so lesen kann. Hängst du immer noch dieser eine nach, die du einfach nicht bekommen konntest? Na, dann ist es Zeit für etwas Neues. Diese E-Liquid-Köstlichkeit voller himbeeriger Liebe wird dein Herz mit ihren wilden Küssen, die nach frischen Beeren, würzigen Rum und aromatischer Minze schmecken, zum Flattern bringen und deine Geschmacksnerven verführen. Ihr seht, der Texter oder die Texterin, die weiß, was sie tut. Ja, wie riecht es? Es soll sein ein Himbeer-Mojito. Mojito kennen wir alle, ist Rum, Minze, Eis, Limette, normalerweise gestampft, ein Blättchen rein. Den kann man sich gut ziehen. Ich setze den ähnlich gleich wie mit dem Kaipi, so ein Mojito. Anscheinend kann man ihn auch, sehen wir ja jetzt hier, mit unterschiedlichen Fruchtsirups noch verfeinern. Und das riecht hier nach einer, du riechst, nachdem du das gelesen hast, aber du riechst es vorher schon. Du riechst eine, hier ist eine Frische drin, hier ist eine Minze drin und hier ist eine Himbeere drin. Und den Rum, das verstehst du nur, also wir Dampfer verstehen das, andere, die nicht dampfen, würden das nicht verstehen. Du verstehst das, wenn du das riechst, das Zeug, dann verstehst du, wie der Rum da drinne
sich entfaltet, weil dieses Gesamtgeruchskonzept von diesem Liquid, wenn du weißt, was es darstellen soll, dann ergibt es für dich Sinn. Vorher bist du völlig konfus, wenn du das riechst. Der Geschmack auf dem Finger. Ein Wirrwarr von Frucht und Minze und durch das Menthol. Das ist da, glaube ich, auch drin. Es ist drin, ich weiß es ja. Weil, als die Kamera aus war zur Fluffy Creme, habe ich es mal angedampft. Ist richtig krass. Wir nehmen hier wieder den Stilla mit 0,33 Ohm, also die gleiche Wicklung. Da ist schon etwas Saft drauf und es ist kein bisschen verfärbt. Das ist mir überhaupt aufgefallen hier bei diesen Liquids von Shoreditch. Ohne Farbstoffe wird hier gearbeitet. Wenn überhaupt eine Verfärbung, dann durch die zugesetzten Aromen. Ich bin bei 38 Watt und jetzt geht's los. Wie ich schon sagte, ich wusste es ja, eine frische, massive Dampfausbeute. Ganz, der Flash ist diesmal ganz anders wie bei den ersten zwei. Richtig gut auszuhalten. Kommt durch die Frische, die gegeben ist. Die Frische ist kein bisschen penetrant im Rachen oder Hirnfrostfrische, sondern eine unterstützende Minzfrische. Also du merkst dadurch, aha, das soll die Minze sein, weil du die Minze schmeckst, gepaart mit dieser massiven Bärenpower und dann das Ganze mit diesem speziellen Geschmack, der den Rum darstellen soll. Wir hauen es nochmal ein bisschen höher. Mal gucken, was es dann sagt. Auf 49 Watt. Ja, es kommt dann nochmal mehr. Wenn du den richtigen Dripper hast oder den richtigen RDA, den richtigen RTA und du gibst hier richtig Power drauf, es wird einfach nur intensiv, besser, lecker, schöner, schmeckender. Du kannst es wieder in ganz vielen Varianten dampfen. High Voltage, Low Voltage, hohe Temperatur, niedrige Temperatur. Du wirst hier deine Freude haben. Einfach wieder völlig abgedreht, völlig abgefahren, was völlig Spezielles und Schönes, was einfach selten ist, was man sich mal gibt, wenn man auf einmal zu Hause sitzt und sieht, weißt du was, komm, jetzt knall ich mir mal ein Mojito in eine Birne, aber nicht altmäßig, sondern mit dem Dampfen. Das ist was richtig Cooles. Hut ab. Hut ab, keine Ahnung, wie das geht, dass man sowas mixen kann. Keine Ahnung, was diese Leute im normalen Leben tun, vor dem ganzen Dampfen. Es sind Artisten. Okay. Als nächstes haben wir das Liquid Joy. Das ist tatsächlich jungfräulich. Ich habe es noch nicht genutzt. Das Lesen und alles andere machen wir gleich zusammen. Jetzt kommt neue Watte. Aber dafür braucht ihr mich nicht. So, nun geht's los. Das Liquid Joy. Dann lesen wir doch erstmal, wenn ich es denn kann. Schwarz auf Gelb sollte klappen. Es soll ein Flumwein sein, also ein Pflaumenwein. Endlich macht jemand ein Pflaumen-E-Liquid. Welch Freude! Haben wir so noch nie gehört. Aber die Geschichtsbücher werden immer von den Siegern geschrieben. Daher haben wir diese süße, alkoholisch schmeckende dieses süße, alkoholisch schmeckende Pflaumen-E-Liquid zu unseren ewigen Siegern erkoren. Also entschuldigt erstmal für dieses Gestammel, aber ich habe so schlechte Augen. Dann sieht man ein letztes Buchstäbchen nicht. Seht es mir nach. Ihr habt es verstanden. Ja? Wieder mal markante Sprüche. Ich bin sehr gespannt. Vor allem Joy. Ja? Ist das Joy? Ja, ist Joy. Joy ist ja schon... Was ist Joy? Freude?
Ja, ne? Fun, Freude, lass mich mal gucken, was Joy ist. Ich brauche schon wieder die Brille, ey. So. Ja, Freude, ne? Fun ist Spaß, genau. Joy bedeutet ja Freude. Da könnte ich das Gelb hier gut vertragen. Aber bei Pflaumenwein habe ich mit Gelb so mein Problem. Naja, wir haben gelernt beim Dampfen, die Farbe ist nicht alles. Das Logo und die Banderole sind einfach wieder obersexy. Dieses glitzerige Gelb, was einen grünen Touch hat, so richtig abgefahren, hellblau und schwarz, sieht toll aus. Wir knacken die Flasche, ihr habt es gehört. Aha, was ein geiler Scheiß. Also eine richtig coole Pflaume. Ja, abgefahren. Gucken wir mal, wie es auf dem... Oh, Alter. Was ist das für eine krasse Kacke? Das ist richtiger, echter Pflaumenwein. Kennt ihr Pflaumenwein? Kriegt man oft beim Chinesen. Das ist ja eher auch ein Pflaumenschnaps. Es gibt aber auch Pflaumenwein. Ist eigentlich echt lecker. Und das hier ist richtig süß. Süß, flaumig und weinig. Aber, ich kann es nur mal wiederholen, ohne Alk. Es soll zwar ein Pflaumenwein sein. Und sie kommen ja auch wirklich unausgesprochen nah an diese ganzen Drinks heran. Das Schöne ist, was man ja gar nicht gebrauchen kann, ohne diese Alkoholnote im Liquid. Das ist sehr oft ein Manko, wenn andere Liquid-Artisten diese Alk-Liquids kreieren, schaffen sie es nicht oft. So, wir gehen aber jetzt mal wieder runter auf, sagen wir mal so, 39 Watt und jetzt legen wir los. Okay, das ist schwer, richtig, richtig schwer. Also ich habe vorher noch nie eine Pflaume gedampft, ja, ein Pflaumenliquid, noch nicht ein einziges Mal. Der Flash hier haut mir gerade die Fußnägel hoch. Unwahrscheinlich tief dringt das in die Lunge ein, also so kommt es mir vor, in die letzten Regionen, ohne Alk, aber mit einer ganz prägnanten Weinnuance. Und zwar ein schwerer roter Wein. So schmeckt es. Und diese Pflaume, die ja als Wein auch eine schwere Note hat, mit einer Süße jetzt dabei, ist was ganz Interessantes. Ein Moment. Also, das ist ein richtiges Weinliquid. Richtig, richtig heftig. Hätte ich so nicht erwartet. Süße ist drinne und zwar auch eine ganz schön dolle Süße, die aber durch diese schwere und ja schon fast bittere Pflaume, eine eingelegte Pflaume im Alk ist ja auch nicht mehr süß. Diese schwere und bittere Pflaume mit diesem starken roten Weinnuancen, das geht so richtig nach unten. Das flasht wie Sau. Also jetzt hier auch gleich mal auf 46 Watt hoch. Wahnsinn. Hier bleibt der Geschmack kontinuierlich gut und gleich. Wahnsinniges Weinliquid. Ganz, ganz krass. Habe ich so noch nie gedampft. Und diese Pflaume. Also das ist was ganz Interessantes. Ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, na, ob das denn schmecken kann. Das schmeckt. Das könnte ich niemals jeden Tag dampfen. Könnte ich aber von diesen Getränkeliquids im Moment sowieso nicht eins. Ich muss gestehen, dieses Pflaumenweinliquid werde ich nicht nochmal probieren. Es kommt schon richtig heftig und zwar vom Flash her. Es kommt schon fast so tief in die Lunge wie ein fettes Mentholiquid.
kein Stück Menthol hier drin. Ich kann es kaum beschreiben. Ich kann jetzt auch richtig tief atmen. Wer weiß, was noch zusätzlich drin ist, so was wir ja dann beim Dampfen gar nicht wirklich herausschmecken. Es ist ein süßes, schweres Wein. Ja, die Weinnote ist gleich wie die Pflaumennote, aber es ist so schwer zu beschreiben. Solche Liquids kenne ich nicht. Es ist eine unwahrscheinliche Kreation und zwar total verrückt. Du arbeitest die ganze Zeit im Kopf, weil du denkst, boah, wie geht das? Was ist das? Die Pflaume, der Wein, wie kann denn sowas passieren? Dann geht es auch noch so runter, flasht wie Sau mit seinen 3 Milligramm. Dampfausbeute massiv, ihr habt es gesehen. Also, guck mal, jetzt ist schon wieder anders. Jetzt kommt eine richtig tolle, musst vielleicht auch dich mal dran gewöhnen, ne? 4-5 mal ziehen. Jetzt ist der Wein schon gar nicht mehr so prägnant. Die Pflaume kommt viel mehr durch und vor allem verschwindet dieses Bittere. Ja, die Süße setzt sich durch, vor allem auf der Zungenspitze. Also, das müsst ihr auschecken, wenn ihr das bekommt. Bitte, unbedingt Joy. Mixed-Linie. Ich weiß nicht, ob man sich einen Shake and Bake gleich holen soll, 50 Milliliter. Aber wenn ihr das mal in die Finger bekommt, checkt das aus. Ich sage es euch, ganz krasser Scheiß. Echt. Ja, seht es mir nach. 2 Stück reichen davon, wirklich. Ich will euch auch immer was sagen können dazu. Und das hier ist so prägnant und so komplex in seiner Zusammensetzung und bringt so viele neue Geschmacksnuancen, die ich wirklich vorher noch nie kannte. Und das ist ja eigentlich das Abgefahrenste beim Dampfen, wenn du auf einmal wieder überrascht wirst. Es haben bisher die Getränke alle geschafft. Doch das Pflaumenwein hier ist jetzt nach dem 5. Zug, kommt es noch mal ganz anders zur Geltung. Ich würde gerne mal einen Tank voll machen, aber nachher dampfe ich ihn nicht leer und dann ist es verschwendet. Ich kann mir richtig vorstellen, dass dich das noch weiter entwickelt, während du es dampfst. Es wird seine Liebhaber finden. Da bin ich mir aber sowas von sicher. Freunde, das war's. Wir hatten Love and Fun. Nee, Love and Joy, Entschuldigung. Love and Joy, 2 unwahrscheinlich komplexe und intensive Liquids von Shoreditch. Was Tolles, was Neues, was dir einfach nur Freude bringt, wenn du es dampfst. Du kriegst völlig, wirklich neue Geschmackserfahrungen. Also ich bin richtig froh, dass ich das dampfen darf, dass ich das gekriegt habe. Ja? Mehr kann ich auch gar nicht dazu sagen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bedanke mich bei euch allen für euren ständigen Support und die tollen Kommentare. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir einfach ein Like da. Wenn ihr mal wissen wollt, den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn einfach. Und ihr wisst es ja, das Wichtigste überhaupt. Vape safe und vape on. Bye.